Mein Name ist Andreas Dirks, ich bin 41 Jahre alt und seit knapp 10 Jahren Steuerberater. Ich habe vor dem Berufsexamen in Bochum studiert mit dem Abschluss Diplom Ökonom, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin danach bei einer mittelständischen Kanzlei eingestiegen und habe nach 3 Jahren mein Examen gemacht und eben seitdem als Steuerberater tätig. Nach der Schule habe ich erstmal über ein Jahr Praktika gemacht und Erfahrung gesammelt, weil mir da der weitere Weg unmittelbar nach dem Abitur einfach noch nicht klar war. Ich habe aber dann bei den Praktika gemerkt, dass ich lieber mit Menschen als mit Dingen arbeite, dass ich lieber im Büro als jeden Tag draußen arbeite. Und da ich es auch noch mag, Probleme gestellt zu bekommen und die dann zu lösen, entweder für mich alleine oder auch im Team, je nach Umfang und Problemstellung, hat sich dann das gut gefügt, dass ich dann die Möglichkeit hatte, mal auch in ein Steuerberatungsbüro reinzuschnuppern und habe da festgestellt, das ist genau der Weg, den ich machen möchte. Und da ich aber zuerst noch studieren wollte, habe ich mich gegen die praktische Ausbildungslaufbahn entschieden und habe dann eben den Weg über ein Vollzeitstudium genommen. Das war mein Weg. Das ist völlig unterschiedlich. Jeder Tag ist tatsächlich anders. Es gibt, um das exemplarisch zu nennen, es gibt Tage, da fange ich morgens damit an, eine Bilanz zu erstellen und Steuererklärungen zu bearbeiten. Und das geht über den ganzen Tag, bis ich abends dann Bilanzen, Jahresabschlüsse, Steuererklärung fertig habe. Manchmal auch nur ein einziges Dokument am Tag, wenn es besonders umfangreich ist. Es gibt aber auch Tage, die sind von morgens bis abends mit Gesprächen, mit Mandanten, mit Finanzämtern, mit Prüfungsbehörden, mit Banken durchgetaktet. Da ist dann förmlich ein Gespräch nach dem anderen, die dann aber auch noch vorbereitet sein wollen. Also das ist völlig unterschiedlich, der Tagesablauf, aber das schätze ich auch gerade sehr. Die Vielfältigkeit und dass wirklich kein Tag dem anderen gleicht. Aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, nicht den Überblick zu verlieren. Also einen kühlen Kopf zu bewahren, trotz großer Stressmomente, und den Überblick zu bewahren. Das heißt, sich nicht in Details zu verlieren und einen Plan zu entwickeln, wie ich die Aufgaben und die Herausforderungen, die Probleme, die sich mir gerade da offenbaren, wie ich die Schritt für Schritt abarbeiten kann. Das ist meine Taktik, um dann mit besonderen Stresssituationen, mit besonderen Herausforderungen dann umgehen zu können. Großartige Erwartungen an das Studium hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass nicht übermäßig Mathe da drin vorkommt. Die Vorstellung wurde jetzt nicht erfüllt. Es war sehr mathelastig und sehr statistiklastig. Aber auch das war sehr lehrreich, sich dann da durchzuboxen und zu sagen, das schaffe ich jetzt trotzdem. Ich ziehe das trotzdem durch. Und Gleiches galt dann auch im Grunde für das Examen. Ich würde es damit vergleichen, dass das Wissen für das Berufsexamen ungefähr dem Wissen eines ganzen Studiums entspricht. Also das, was ich vorher über Jahre mir angeeignet habe für Studium und fürs Diplom, war dann im Grunde berufsbegleitend, musste ich das in Kursen lernen und dann abrufbar haben an 3 Tagen der schriftlichen Prüfung und eben noch in der nachgelagerten mündlichen Prüfung. Über den Umfang des Steuerberaterexamens hatte ich im Vorfeld keine Vorstellung, aber auch das ist einfach machbar. Also davon nicht abschrecken lassen. Als Steuerberater sollte man auf jeden Fall verschwiegen sein. Die Informationen, die man von Mandanten, von Kunden erhält, sind höchst geheim. Bisweilen wissen selbst enge Freunde, Familienmitglieder nicht um diese Informationen, die der Steuerberater vom Mandanten erhält. Das ist zugleich auch etwas, was ich sehr schätze, dass man auf Grundlage eines besonderen Vertrauensverhältnisses miteinander arbeitet. Also die Verschwiegenheit sollte unbedingt erforderlich sein. Zugleich muss man das auch mögen, mit Gesetzestexten und mit Zahlen zu arbeiten und
Außerdem sollte man keine Angst, keine Scheu davor haben, mit und vor Menschen zu sprechen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil die tägliche Arbeit mit dem Mandanten, das ist eben das, was es für mich besonders reizvoll macht am Beruf des Steuerberaters. Mit dem Berufsexamen Steuerberater stehen einem ein ganz breites Feld an beruflichen Möglichkeiten offen. In meinem Fall, ich bin angestellter Steuerberater in einer Kanzlei mit mehreren Steuerberatern, mit mehreren ausgebildeten Steuerexperten. Sind wir knapp 45 Menschen, die gemeinsam arbeiten. Das ist mein Modell. Es gibt aber auch die Steuerberater, die sich nach dem Examen selbstständig machen und eine eigene Kanzlei gründen und dann als in Anführungsstrichen Einzelkämpfer unterwegs sind. Oder es gibt auch die Kollegen, die in gewerblichen Unternehmen angestellt sind und dort die Finanzbuchhaltung verantworten. Das Feld ist also breit von ich bin alleine unterwegs oder in einem großen oder ganz großen Team. Zum Abschluss, ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick in den Beruf des Steuerberaters geben können. Mir ist wichtig, es soll sich bitte niemand abgeschreckt fühlen, dass zwingend ein Studium Voraussetzung wäre. Um das nochmal ganz deutlich zu betonen, es gibt zwei Wege zum Berufsexamen. Einmal den Studienweg, vielleicht auch durch ein duales Studium oder eben den Praktikerweg. Da macht man zuerst die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, dann Aufbauprüfung zum Steuerfachwirt. Und beim Steuerberaterexamen treffen sich dann alle wieder aus beiden Wegen, legen dann das Examen ab und dürfen sich dann Steuerberater nennen. Der Beruf ist einfach unglaublich toll. Ich möchte keinen anderen Beruf wählen. Ich liebe die Arbeit mit den Menschen, die täglichen Herausforderungen. Jede Frage ist anders, jeder Mensch ist anders. Ich muss jeden Mandanten an einem anderen Punkt abholen. Und gerade das ist was, was ich an dem Beruf so sehr schätze und möchte jeden ermutigen und darin bekräftigen, der mit dem Gedanken spielt, Steuerberater zu werden. Das ist eine gute Berufswahl unter den Voraussetzungen, die wir in den vergangenen Minuten gemeinsam uns angeschaut haben.